Die angekündigte Umwandlung der weltberühmten Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee sorgt international für teils heftige Kritik. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Schritt angekündigt, nachdem das oberste Verwaltungsgericht den bestehenden Museumsstatus aufgehoben hatte. Ursprünglich war die Hagia Sophia im 6. Jahrhundert als Basilika errichtet worden. Sie diente lange als Reichskirche der Byzantiner. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche in eine Moschee umgewandelt. Nach der türkischen Republikgründung wurde sie 1935 zum Museum. Schon Ende Juli soll nun laut Erdogan wieder ein muslimisches Gebet in dem Kuppelbau stattfinden. Die UNESCO bedauerte die Entscheidung zutiefst. Es habe vorab kein Gesprächsangebot gegeben. Mit dem Status als Weltkulturerbe seien eine Reihe von Zusagen und rechtlichen Verpflichtungen verbunden. Die russisch-orthodoxe Kirche erklärte, die türkische Entscheidung ignoriere die Sorge von Millionen von Christen. Die griechische Regierung sprach von einer offenen Provokation gegenüber der gesamten zivilisierten Welt. Sie warf Erdogan Nationalismus vor. Kritik kam auch von den USA als wichtigstem Verbündeten der Türkei sowie von Frankreich. Auch die säkulare türkische Opposition ist gegen eine Nutzung als Moschee.